like, and subscribe. Oh, der Wecker läutet. Schnell ausschalten, bevor David aufwacht. Ach, der Glückliche. Er darf ausschlafen, weil seine Arbeit fängt eine Stunde später an heute. Ich werde mich mal fertig machen in der Früh und dann muss ich die Mädchen aufwecken. Ich muss eh schon aufs Klo, also ab ins Badezimmer mit mir. Das Erste, was ich machen muss, ist natürlich mal mein Gesicht waschen. Sehr schön. Ach, das ist angenehm. Jetzt brauche ich meine Augentropfen, weil in der Nacht trocknen immer so meine Augen aus. Jetzt werde ich ein angenehmes Bad nehmen, aber vorher muss ich das Wasser einschalten, dass das Wasser schon langsam warm wird. Und derweil gehe ich aufs Klo. Seitdem ich schwanger bin, muss ich die ganze Zeit aufs Klo gehen. So, jetzt habe ich mich abgewischt und noch die Spülung betätigen. Ich freue mich schon auf mein entspannendes Bad. Ich gebe schon mal ins Wasser meine Seife. Und zum Entspannen noch ein bisschen ätherische Öle. Und jetzt muss ich mich für die Dusche ausziehen. Dafür brauche ich mal mein Handtuch. Und ab in die Wanne. Jetzt brauche ich mal meine Seife, um mich einzuseifen. Jetzt schrubbe ich mich noch schnell richtig ein. Das war richtig angenehm. Und jetzt muss ich mich noch schnell abtrocknen. Mir ist etwas kalt. Ich brauche meinen Bademantel. Fertig mit Haarebürsten und jetzt noch eine entspannende Gesichtsmaske. Und während die Gesichtsmaske oben ist, putze ich mir derweil die Zähne. Als Erstes die Zahnseide. Und zurück in die Lade mit dir. Jetzt nehme ich meine grüne Zahnbürste und gebe etwas Zahnpasta drauf. Jetzt muss ich den Mund ausspülen, Wasserhahn einschalten und meine Zahnbürste muss ich auch noch abspülen und zurück in den Schrank mit dir. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Mundwasser. Und fertig. Meine Maske schnell runter. Und jetzt muss ich mich nur noch anziehen. Und jetzt gehe ich mal das Frühstück vorbereiten. Ich habe mir überlegt, ich werde heute in der Früh Pancakes machen für die Kinder. Das wird ihnen sicher schmecken. Dafür brauchen wir mal Milch und dann auch noch frische Erdbeeren. Die kommen dann auf die Pancakes drauf. Als Nächstes brauchen wir Mehl und ein bisschen Zucker. Und das ist alles. Ah nein, eine Sache habe ich vergessen. Es kommt ja noch ein Ei in den Teig. Perfekt. Jetzt brauche ich noch eine Rührschüssel. Die hole ich hier aus dem Kasten raus. Und jetzt fange ich an mit der Zubereitung. Als Erstes kommt das Ei in die Schüssel. Danach 500 ml Milch. Ein kleiner Schuss Zucker und 250 Gramm Mehl. Jetzt müssen wir die Masse schön verrühren, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Und das war's auch schon. Jetzt muss die Masse für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und während ich warte, bis es fertig wird, gehe ich derweil die Mädchen aufwecken. Lina, Annabelle, aufstehen! Ihr müsst in die Schule und in den Kindergarten. Oh, guten Morgen, Mama. Hab ich gut geschlafen? Guten Morgen, Mami. Oh, ich habe einen schönen Traum gehabt heute. Ich hatte auch einen schönen Traum. Oh, das klingt aber aufregend. Ich werde noch schnell das Frühstück vorbereiten und während dem Essen könnt ihr mir alles über eure Träume erzählen. Komm, Lina, wir müssen Zähne putzen. Okay, komm, gehen wir. Ach, was habe ich nur für liebe Kinder. So, jetzt werde ich mal schauen, wie weit der Teig ist. Oh, der schaut schon sehr gut aus. Jetzt kann ich anfangen, die Palatschinken zu machen. Dafür geben wir ein bisschen Öl in die Bratpfanne. Die Pfanne scheint heiß genug zu sein. Ich glaube, ich kann jetzt die Masse reingeben. Oh, ich muss noch schnell einen Teller herrichten.
Und die erste Palatschinke ist fertig. Ups, die ist mir wohl etwas verbrannt. Aber das ist normal, die erste wird nie besonders schön. Ich frage mich, wie weit die Mädchen schon mit den Zähneputzen sind. Das machst du toll, Annabelle. Ganz wichtig beim Zähneputzen, immer vom Zahnfleisch nach unten, vom Zahnfleisch nach oben, hinten, vorne. Dann hast du nie Probleme und musst auch nie zum Zahnarzt gehen. Und es ist gut, den Mund ausspülen. Ich bin jetzt auch fertig, Schwester. Hilfst du mir? Natürlich, ich halte dich. Schau. Danke. Und jetzt musst du noch deine Zahnpasta zurücklegen. Habe ich gemacht. Ich werde jetzt in mein Zimmer gehen und mich anziehen. Mach das, ich muss noch meine Haare machen. Bis gleich. Als erstes werde ich mir die Haare bürsten. Jetzt habe ich meine Haare fertig gemacht. Ich gehe mich mal in meinem Zimmer anziehen. Die Palatschinken aka die Pancakes sind jetzt so gut wie fertig. Jetzt fange ich mal an, die Erdbeeren zu schneiden. Das reicht schon mal für eine Portion. Mit dem Rest alles in die Spüle. Jetzt werde ich noch etwas Sahne aufschlagen. Dafür brauche ich eine Rührschüssel, etwas Milch und ein Schneebesen. Jetzt haben wir frische, hausgemachte Sahne. Als nächstes werde ich alle Pancakes auf die Teller aufteilen. Einmal für Annabelle, für Lina und für mich. Die große Schüssel muss jetzt auch in die Spüle. Ich habe dann sehr viel zum Abwaschen. Also ich möchte meine Pancakes mit frischen Erdbeeren. Für Annabelle gibt es lecker Haselnusscreme, aber nicht zu viel. Und Lina will ihre mit Erdnussbutter. Und jetzt noch ein bisschen Schlagsahne. Einmal für mich, einmal für Annabelle und einmal für Lina. Mädchen, beeilt euch! Das Frühstück ist schon fertig. Es gibt Pancakes. Ja, Mama, wir sind gleich fertig. Hast du gehört, Annabelle? Es gibt Pancakes. Mein Lieblingsfrühstück. Komm, jetzt ziehen wir uns an. Als erstes dich, Annabelle. Und dein Pyjama zurück in den Schrank. Danke, dass du mir geholfen hast, Lina. Ich gehe schon mal ein bisschen frühstücken. Aber iss mir nicht alle Pancakes weg, okay? Jetzt bin ich dran. Dieses Outfit habe ich neu gekauft. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch mein Outfit gefällt. Aber jetzt freue ich mich schon auf die Pancakes. Lecker! Oh Mama, hier riecht es so lecker! Wow, die Pancakes schauen so gut aus. Oh, ich kann es kaum erwarten, sie aufzuessen. Niam, niam, niam. Na Annabelle, wie schmecken dir deine? Willst du die mit Erdbeeren auch mal probieren? Nutella ist so gut, aber ja, ich möchte deine auch mal probieren. Na gut, dann hier, schau mal. Koste mal. Na, welche ist besser? Oh ja, Nutella ist viel, viel besser. Mmh. Mmh, so lecker. Mmh. Nein, Erdnussbutter-Pancakes sind die allerbesten. Danke, Mama, für das tolle Frühstück. Das war echt, echt lecker. Hast du eigentlich schon deinen Schulrucksack hergerichtet? Nein, noch nicht. Das mache ich jetzt. Was muss ich alles mit in die Schule nehmen? Hier ist mal mein Rucksack. Dann kommt die Trinkflasche rein, meine Geldtasche. Ganz wichtig in der Schule, mein Handy, mein Schüttelpenal mit meinen ganzen Stiften, mein Notizbuch Nummer 1 und mein Notizbuch Nummer 2. Jetzt habe ich alles eingepackt, was wichtig ist. Was nehmt ihr noch mit in die Schule? Schreibt mir das in die Kommentare. Annabelle, geh bitte noch aufs Klo, bevor wir losgehen. Ich richte derweil eure Lunchboxen her. Okay, Mama, denn ich muss eh ganz dringend Lulu. Jetzt nehme ich die zwei Lunchboxen raus. Die lilane große ist für Lina und die kleine orangene ist für Annabelle. Ich werde ihnen ein Sandwich machen. Dafür brauche ich mal Brot. Das reicht auch schon. Lina will ihres einfach nur mit Tomate.
und Annabelle will ihre mit Avocado. Jetzt schneide ich das Brot noch in zwei und klappe es zusammen. Und dasselbe mache ich mit Annabelles auch. Jetzt kommen die Brötchen in ihre Lunchboxen. Und als Dessert gibt es ein paar Früchte. Und fertig sind die Lunchboxen für meine Kinder. Lina, Annabelle, seid ihr schon fertig? Ja, Mama, wir sind schon fertig. Oh, du hast mir meine Lunchbox schon gemacht. Danke, Mami. Und meine ist auch schon fertig. Aber Mama, gehst du in Pyjama? Natürlich nicht. Mama geht sich ganz schnell noch umziehen. Ach, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst kommen wir noch zu spät in die Schule. Als Schwangere sich umzuziehen ist ganz schön anstrengend. Aber jetzt bin ich fertig. Ich brauche noch schnell meine Tasche und schon kann ich die Kinder in die Schule bringen. Mama ist fertig. Ich brauche noch schnell meine Autoschlüssel und die Geldtasche. Na gut, Kinder, seid ihr bereit? Ja, Mama! Klar sind wir bereit. Ab in die Schule mit uns! Ich musste gestern leider sehr weit weg parken, aber nur noch hier um die Ecke und dann sind wir da. Ah, schau, da steht schon unser kleines rotes Auto. So, jetzt steigen wir mal ein, aber ich muss vorher die Tür schnell aufsperren. So, und jetzt können wir rein. Vorsicht, Annabelle, ich muss dich jetzt in den Kindersitz anschnallen. Okay. Setz dich bitte hin. Ja, Mama. Mama, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir wirklich noch zu spät. Nein, nein, das geht sich aus. Wir wohnen ja nicht so weit weg von der Schule. Lass mich schnell das Auto starten. Lina, hast du heute nicht eine Matheprüfung? Ich hoffe, du hast gelernt. Ach, warte, ich muss schnell hier umbiegen. Na klar, habe ich gelernt. Ich bin sehr gut vorbereitet auf die Mathematikprüfung. Ah, Lina, schau mal, dort vorne ist gleich die Schule. Nicht mehr lange, also mach dich bereit. Du kannst dann gleich aussteigen. Mama, fährst du nicht ein bisschen zu schnell? Oh, ja, ich sollte vielleicht bremsen. Oder schneller Gas geben. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich drück schon auf die Bremse. Ah, schau, da ist die Schule schon. Danke, Mama, dass du mich bis hierher gefahren hast. Hol mich dann ab, okay? Na klar, hol ich dich von der Schule ab. Viel Spaß beim Unterricht, sei brav und hör immer auf die Lehrer. Ja, ja, mach ich, Mama. Hab euch lieb. Tschüss, danke. Annabelle, viel Spaß im Kindergarten. Bis später, fahrt vorsichtig. Und jetzt ab in die Schule. Na jetzt, mein Liebling, sind nur noch wir zwei da. Freust du dich schon auf den Kindergarten? Ja, und wie? Wir werden heute basteln, eine Krone. Ja, es wird doch langsam Zeit, dass du eine Krone bekommst. Du bist nämlich meine kleine Prinzessin. Ach, wie schnell Kinder groß werden. Naja. Wir sind da, Annabelle. Zeit für den Kindergarten. Bist du schon aufgeregt? Ja, Mama, das bin ich. Ich freue mich. Guten Morgen alle zusammen. Na, Annabelle, sag guten Morgen. Oh, Frau Alexandra und die kleine Annabelle. Guten Morgen alle zusammen. Annabelle, wollen wir spielen? Spielen wir Verstecken. Okay, ich fange aber an mit Suchen. Okay. Oh, ich wollte noch Bescheid geben. Ich habe Annabelle ein großes Frühstück gemacht. Es könnte sein, dass sie vielleicht zum Mittag heute nicht so viel isst. Aber das ist dann in Ordnung. Ah, okay, gut zu wissen. Dankeschön. Na gut, Frau Alexandra, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank, ich muss eh auch schon los. Also, schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Jetzt ist Annabelle auch schon im Kindergarten. Oh, ich muss mich beeilen. Mein Yoga-Unterricht beginnt gleich. Schnell, schnell, schnell. Ich freue mich schon richtig auf das Training, aber als Schwangere muss ich aufpassen, dass ich nicht zu hart trainiere. Ich rufe mal David an. Ich schaue mal, ob er schon in der Arbeit ist. Oh, wieso hebt er nicht ab? Wieso muss ich so lange warten? Oh Mann, ich hoffe, er hat nicht verschlafen, sonst kommt er zu spät in die Arbeit. Hallo, mein Schatz. Oh, David, mein Liebling. Ach, wie ich sehe, bist du eh schon im Büro. Also hast du nicht verschlafen? Nein, ich bin rechtzeitig aufgewacht und ich habe mir ein Frühstück auf dem Weg ins Büro gekauft. Oh, ich hätte dir wohl etwas von den Pancakes auch übrig lassen sollen. Sorry, ich habe einfach nicht daran gedacht. Ach, gar kein Problem. Du hattest ja viel Stress wegen den Kindern. Okay, ja, das war's auch schon. Ich bin jetzt im Yoga. Ich wollte nur anrufen, um zu sehen, ob du eh in der Arbeit bist. Ich muss eh auch auflegen. Mein Chef ruft mich schon. Na gut, mein Schatz. Ich liebe dich. Tschüss. Ich liebe dich auch, Liebling. Tschüss. Gut zu wissen, dass er nicht verschlafen hat. Jetzt ziehe ich mich in meinem Yoga-Outfit an. Und jetzt gebe ich meine Tasche noch rein und meine Brille. Noch schnell abschließen und jetzt bin ich bereit für den Sport. Ich werde nur ein paar Dehnübungen machen mit ganz leichten Gewichten. Diese 1-Kilo-Gewichte sollten reichen. Jetzt bin ich bereit für den Sport. So wie es ausschaut, bin ich nicht die einzige Schwangere hier. Ah, hier ist ein freier Platz. Oh,
ganz schön anstrengend. Und es sind erst 10 Minuten vergangen. Noch ein bisschen. Oh, okay, jetzt sind 25 Minuten vergangen. Ich brauche mal eine Pause. Ich muss was trinken. Oh, ich könnte mir einen Saft pressen. Dafür nehme ich eine Zitrone und gebe sie in den Entsafter. Und ich nehme auch noch eine Orange. Das schmeckt sicher lecker. Oh, der Saft schaut richtig köstlich aus. Der ist sicher süß. Wichtig beim Sport ist immer viel zu trinken. Ich war so durstig, habe mit einem Schluck alles ausgetrunken. Aber ich bin schon richtig erschöpft. Ich glaube, das reicht für heute. Als Schwangere darf man mit dem Sport so oder so nicht übertreiben. Ich lege noch schnell die Gewichte zurück und jetzt gehe ich mich wieder umziehen. Ich fühle mich richtig frisch nach dem Sport. Aber ich muss sagen, ich habe schon richtig Hunger. Vielleicht gehe ich mir auf dem Weg einen Burger kaufen. Mal schauen. Ich bin jetzt beim Aldi angekommen. Ich muss jetzt ein paar Lebensmittel kaufen. So, mein Einkaufskorb. Was muss ich alles kaufen? Natürlich ein paar Snacks, ein paar Chips, dann ein bisschen Marmelade, etwas Cornflakes für die Kinder, ein bisschen Orangensaft. Und ich dachte, ich mache heute Burger, also brauche ich noch ein bisschen Fleisch. Wenn Sie bereit sind, können Sie die Einkäufe auf das Laufband legen. Natürlich! Wow, die Kassierer beim Aldi arbeiten ganz schön schnell, ich komme gar nicht nach. Oh, und bevor Sie abkassieren, ich möchte auch noch diese Einkaufstasche kaufen. Denn das wird alles nicht in meine passen. So, die Dame, ich habe alles einkassiert. Ich helfe Ihnen natürlich beim Einräumen. Der gesamte Einkauf macht 25 Euro, bitte. Wollen Sie bar oder mit Karte bezahlen? Ich zahle bar, bitte schön. So, einmal 10 und 25 Euro. Das Geld muss jetzt in die Kasse. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Beehren Sie uns bald wieder. Vielen Dank, Sie waren sehr, sehr freundlich. Oh, wie ich sehe, gibt es hier frisches Obst und Gemüse. Das ist frisches Obst vom Bauern. Oh, naja, wenn das so ist, dann nehme ich gerne eine Birne, einen Apfel, ein bisschen Weintrauben und eine Packung Bananen. Wie viel macht das zusammen? Das macht 10 Euro, die Dame, bitte. Natürlich, hier bitte schön. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Oh, jetzt habe ich aber wirklich Hunger. Oh, was ist denn hier? Was gibt's denn hier Leckeres? Oh, Hot Dogs. Ich hätte gerne einen Hot Dog. Natürlich, wollen Sie dazu auch vielleicht etwas trinken? Ja, eine Cola und auf meinen Hot Dog bitte Ketchup. Natürlich, Sie können dabei Platz nehmen. Ich bringe Ihnen dann den Hot Dog an den Tisch. Oh, nach dem Sport hatte ich so oder so riesigen Hunger. Ich freue mich schon. Hier bitte schön, Ihr Hotdog ist fertig mit Ketchup und Ihre Cola. Ah, oh, das schaut köstlich aus. Ich habe schon so einen tierischen Hunger. Dann wünsche ich guten Appetit. Ah, wie der riecht. Köstlich. Ich liebe Coca-Cola. Und jetzt aber werde ich den Burger essen. Das war köstlich. Die Dose ist jetzt auch leer. Schnell in den Müll damit. Kann ich wieder meine Einkäufe in die Hand nehmen. Und nichts wie ab nach Hause. Endlich wieder zu Hause. Ich muss als erster meine Geldtasche und meine Schlüssel zurücklegen. Die Tasche bleibt auch hier. Und jetzt lege ich die Einkäufe zurück in den Kühlschrank, dort wo sie hingehören. Die Bananen kommen hier rauf. Die Marmelade hier. Die Früchte gehören zu den Früchten. Das Getränk hierher. Die Cornflakes stelle ich hier ins Regal. Genauso wie die Chips. Das Brot zu dem Brot. Und das Fleisch. Und die Getränke gehören auch in den Kühlschrank. Und die Tasche zurück in den Schrank. So, und das war's auch schon. Oh, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich bin aber müde. Ich glaube, ich lege mich etwas hin. Oh. Aber dafür muss ich als erstes mein Pyjama anziehen. Und jetzt kann ich mir ein kleines Nickerchen gönnen. Gute Nacht. Und das war's auch schon mit dieser kleinen Story. Ich habe mir überlegt, ich werde ab jetzt für den Kanal eine Familie machen und das ist diese Familie. Und ich werde ihr komplettes Leben spielen. Okay? Also ihr, wenn ihr Vorschläge habt, was ich als nächstes filmen kann, zum Beispiel, keine Ahnung, Tagesroutine in der Schule oder wie zum Beispiel der Main-Charakter dann ihren Freund kennenlernt, den Jungen, den wir letztes Mal gemeinsam gemacht haben, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, was für Videos ich als nächstes machen soll. Das war zum Beispiel Morgenroutine. Ich habe mir überlegt, man könnte machen zum Beispiel, dass wir dann ein Tier adoptieren oder
die eine Hochzeit, ja, später dann, wenn sie den Freund kennenlernt, dass sie vielleicht dann auch heiraten, ein Video nur mit der Hochzeit und die Hochzeitsvorbereitungen und so. Und dann zum Beispiel, dass sie auf die Universität geht und dann dort zum Beispiel im Internat halt ist bei der Universität und so. Dass sie von zu Hause auszieht und dann heiratet auch und so. Das habe ich mir überlegt, könnte ich machen mit der Familie. Aber schreibt mir in die Kommentare, was für ein Video ich als nächstes filmen soll mit dieser Familie, okay? Also falls ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt das in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ein großes Dankeschön an Cassandra. Ich habe damals gesagt, der Kommentar mit den meisten Likes, von dort nehme ich den Namen dieser Charakter. Und das war von Alexandra. Entschuldige, ich meine Cassandra, sorry. Ein großes Dankeschön auch an Marco, Artea und Lea Marie. Vielen Dank für eure lieben Kommentare. Ein großes Dankeschön auch an unsere Kanalmitglieder. Ramona, Melanie, Barbella, Valeriana, kann ich nicht sagen, JW. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal unterstützt. Also, wenn ihr auch in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar oder werdet Kanalmitglied und mit etwas Glück kommt ihr in mein nächstes Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.